Schönen guten Morgen, liebe Camper. Sag ich jetzt mal ganz einfach. Big Problem. Ja, big Problem. So, pass auf. Hier habe ich den Karton. Kunde schickt nach knapp zwei Jahren, den Akku ein. So, aber das ist ein ganz lieber Kunde und auch ehrlich, das ist ganz wichtig. So. Also Festnetz gegen 100 Ampere Batterie, Fehler. Batterie lässt sich nicht mehr laden. Okay. Batterie lässt sich nicht mehr laden, ja, kann der Kunde machen. Ich habe ein Gespräch mit dem Kunde gehabt, die Batterie war leer, die ist aus dem Auto raus. Ja. Und die Batterie hat 5 Monate im Keller gestanden. Jetzt wurde die Batterie wieder gebraucht. Aber sie wurde leer weggestellt. Und dann habe ich geschaut. Die Batterie ist in die Sicherheitsabschaltung gegangen. So, jetzt ist es so, wenn man die Batterie wegstellt, die verliert immer mehr Strom, weil das BMS weiter balancen muss. Aber irgendwann, wenn kein Strom mehr da ist, dann ist ganz finish. So, jetzt hat der Kunde mir die Batterie geschickt und schade und alles, ja gut, halt, muss ich halt eine neue kaufen. Ganz easy, ne? Auch nicht irgendwie, ich war das nicht. Die Ehrlichkeit spielt eine große Rolle. Warum? Ich sehe ja alles, Kinders. Ich habe den Laptop, hier ist das Interface. Ich habe den Laptop angeschlossen und siehe da, das ist das Schöne an unserem Akku. Hätte ich das jetzt nicht wirklich wegschmeißen, ich kann keinem helfen. Mich rufen auch öfter mal Kunden an, die einen Lithium-Akku drin haben, der geht nicht mehr und ich bin an eine Steckdose, ich kenne das Problem. Kann ich nichts tun. Ich habe ja nichts, was soll ich kann ja nicht da durchgucken. Kann ich nicht helfen. Also, Laptop anschließen, habe ich gestern gemacht. 1,7 Volt die Zelle. Ohlala, ohlala. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den Akku mit dem Laptop. Über das Laptop kann ich einen kleinen Strom über den Kenhai Ken Low schicken. Dann habe ich ein Ladegerät dran gemacht mit 2 Ampere. Hab den eine Stunde ganz langsam laden lassen. Hier da, Akku nimmt Spannung auf. Hab den Akku gestern vollgeladen. Habe den Akku gestern entladen. Ich habe 104 Amperestunden rausbekommen. So, jetzt schauen wir mal hier. So, ich kann ja mal hier simulieren. So, mein Laptop. Der springt jetzt gleich um, ne? Der muss den Akku erst finden, zack. Hier da, gehen wir mal da drauf. Alle Zellen, schaut euch das an. 44, 45, 39, 45. So, alles in Ordnung. Jetzt habe ich den Akku gestern entladen. Das machen wir jetzt mal. Hier. Minus 25 Ampere ziehe ich jetzt aus dem Akku raus. Ja, siehst du? Der Akku ist wieder voll da. Der Akku ist wieder voll da, funktioniert tadellos. Aber dank, weißt du, ich habe da immer so eine Vision, es kommt in 4 Wochen, glaube ich, kommt unser neuer Lithium-Akku. Ein Zwischending. 180, 100 und das Loch stopfe ich mit 140. Aber so ein intelligenter Akku. Warum? Der hat eine App, also der hat diese, ich sag jetzt erstmal Bluetooth-Geschichte, die er nicht hat. Aber lassen wir das erstmal. Ich habe die Firma eine Aufgabe gegeben. Ich habe gesagt, aber mit dem Bluetooth, das geht ja gut, wenn ich ein Akku habe. Bei 2, 3 oder 4, da geht er gerade raus und wieder rein und ganz komplizierten Scheiß. Ich sage, gibt es keine Möglichkeit, dass ich da mehr Akkus sehe? Nein, kann man nicht machen. Gibt es nicht. Die haben eine Lösung gefunden. Das ist ein ganz spezielles Gerät, was dabei kommt. Ist im Akku verbaut. Das ist, hat auch nichts in dem Sinne mit Bluetooth zu tun, aber funktioniert tadellos. Da werden wir darüber berichten, wenn der hier ist.
Ne? Aber wie gesagt, ihr seht jetzt selber, hier ist der Karton vom Kunde. Ich schicke den Akku jetzt dem Kunde wieder zurück. Und dann werde ich sagen, du, mein Freund, einen leeren Akku für 4-5 Monate in die Ecke zu stellen, kann auch kein anderen Hersteller. Der Akku ist irgendwann ist aus. Das BMS hört nicht auf zu arbeiten. Aber wenn du jetzt einen anderen Akku hast, was machst du denn dann? Wenn du keine Schnittstelle hast, dann gib mir mal bitte eine Antwort drauf. Würde mich mal interessieren, was macht er denn dann? Wenn du keine, du kommst, kannst mit dem Akku nicht reden. Also, guck ich mal hier rein, guck ich mal durch das Gehäuse, wie viel macht die Zelle haben? Geht doch nicht. Was mache ich dann? Tonne. Hier. Ken High, Ken Low. Was glaubt ihr, warum ich das hier dran habe? Warum habe ich das wohl dran? Egal. Der Akku läuft wieder. Der Akku ist wieder tadellos. In Aktion. Aber wie gesagt, bitte geht nicht hin und stellt einen Akku, der leer ist oder der richtig leer ist, stellt den nicht irgendwie im Keller. Ja, dann hole ich den nach 5 Monaten wieder raus. Das geht nicht. Egal welcher Hersteller, der Akku stürzt total ab. Und wenn der irgendwann gar nicht mehr, das ist ja die Platine, über Steuerrelais muss der wieder einschalten. Das geht aber nicht. Wenn der dahinter getrennt hat und wir keine Kommunikation mehr haben, dann funktioniert das nicht mehr. Dann haben wir ein Big Problem. Ne? Dann haben wir wirklich ein sehr großes Problem. 25,6, 26,3. Ja, gut, dann ist immer das ganze Kabelgewirr. Ne? Das ist ja hier Minus. Siehst du, jetzt fährt ja jetzt im Minus, was hier rausgeht. Kommst du da? Minus, das gehen wir mal hier drauf. Da hat er nur noch 99. Gehen wir hier oben drauf. Da oben minus 26,5 Ampere gehen jetzt aus dem Akku raus. Der Akku ist wieder tipptopp. So, glaubst du, wenn ich den Kunde heute anrufe und sage, sein Akku ist wieder fertig? Ja, das, jetzt stell mal vor, der hat mir den Akku eingeschickt. Ich kann doch nichts tun. Da muss der Akku, weiß ich nicht, muss eine Tonne tun. Aber darum sehe ich ja heute, weißt du, so mittlerweile jede Firma fängt ja an, Meier, Schmitz, Müller, Akku, Etikett drauf. Ja, ist klar. Wie kann ich Akku kaufen, dann klebe ich das Etikett drauf, habe ich einen eigenen Akku. Nee, das geht ganz schnell, aber so schnell kann ich das nicht. Ich mache das richtig. Da sind meine Finger drin im Akku. Ich sage, wie der gebaut wird. Das hier ist nur speziell für uns. Die Firma, die den Akku herstellt, hat im Leben noch nicht das gehabt. Wir haben das aber damals kopiert von unserem Grünen, von dem GNB-Akku. Der hatte das ja auch, wusste ja jetzt. Dann habe ich gesagt, Fotos gemacht, so müsst ihr das bauen. Wir haben das genau so kopiert und keinen anderen Akku. So, heute ist Freitag, ne? Und Wetter ist ja noch recht gut. Das soll, glaube ich, Montag, Dienstag ein bisschen kühler werden. Können wir auch mitleben, dann soll es, glaube ich, wieder warm werden. Aber heute und gestern und vorgestern, das war ja heftig. Da waren wir in unserer Antarktis, ne? Du lachst schon, ne? So, so ist das. Lithium-Akku-Defekt. Wenn euch das gefallen hat, Kanal abonnieren. Könnt ihr nichts verpassen. Daumen hoch. Wir sehen uns. Ich bin wirklich froh, wenn ich heute... Ich war heute, muss ich mal sagen, um 4:30 war ich hier im Unternehmen. Um 4:30. Ich bin um 4 Uhr heute Morgen aufgestanden. Warum? Draußen kommt jede Menge Beton. Und die wollen den Beton nicht gießen bei den hohen Temperaturen. Wie ich gekommen bin, standen schon 2 Betonmischer, die standen schon hier, darum war ich relativ früh hier. Die können in der Mittagszeit nicht bei 30, 32 Grad, wollen die nicht. Warum? Die haben mich gefragt, können Sie bitte diese 2 Tage kommen um 4:30, zwischen 4 und 4:30. Und ich bin heute Morgen um 3:45 aufgestanden und ich war ganz früh hier und mache ich auch noch für die Leute. Aber ich sage euch eins, um 1 Uhr bin ich weg. So sieht's aus. Wir sehen uns.